Die Nachrichten über ausgesetzte Haustiere, die unerwartet auf der Straße landeten, hatten längst ihre Schrecken verloren. Manchmal handelten Besitzer nicht nur unverantwortlich, wenn sie versuchten, ein Haustier loszuwerden, sondern auch auf eine grausame Weise. Ein Mann beschloss, seinen Hund loszuwerden, indem er ihn in den Fluss warf. Die Geschichte ereignete sich in Bangkok und wurde bekannt, nachdem jemand ein Foto von einem Hund verbreitete, der auf einem Pier saß und traurig ins Wasser blickte. Der Hund saß auf einem Pier am Fluss und wartete auf seinen Besitzer, der ihn von einem Boot ins Wasser geworfen und einfach weggeschwommen war. Einheimische erzählten, der Hund suche auf einer nahegelegenen Mülldeponie nach Nahrung, schlafe auf dem Boden, habe aber Angst, den Pier zu verlassen, in der Hoffnung, dass sein Besitzer zu ihm zurückkehren würde. Er nahm Futter und Zuneigung von Passanten an, sah sie mit Dankbarkeit an, kehrte dann aber an seinen ursprünglichen Platz zurück. Trotz der Veröffentlichung in sozialen Netzwerken tauchte der Besitzer des Tieres nicht auf. Später stellte sich heraus, dass er den Hund absichtlich weggeworfen hatte. Tag für Tag wartete der Hund und wurde allmählich dünner und schwächer, doch das Verständnis setzte sich durch, dass der Besitzer nicht mehr kommen würde. Eine Frau, die in der Nähe lebte, beobachtete den wartenden Hund jeden Tag. Sie fütterte ihn und allmählich begann das Tier, ihr zu vertrauen. Da er die Hoffnung auf eine Rückkehr in sein früheres Zuhause aufgegeben hatte, stimmte der Hund zu, mit der Frau zu gehen. Die Frau nannte den Hund Pius und jetzt hatte er ein ganz anderes Leben und eine liebevolle Familie. Die Geschichte von Pius ist eine Geschichte von Verzweiflung, Hoffnung und letztendlich Liebe. Sie erinnert uns daran, dass selbst in den dunkelsten Zeiten immer ein Lichtstrahl der Hoffnung auftauchen kann und dass wir alle eine Verantwortung für die Lebewesen um uns herum tragen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.